Hallöchen und willkommen zurück bei den Neverending Nightmares. Mir ist leider ein kleines Malheur passiert. Ich habe schon ein paar Minuten gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, aufzunehmen. Ich dachte, ich habe den Knopf gedrückt, aber anscheinend habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja, jedenfalls, die gute Nachricht, es ist nicht viel passiert. Ich bin nochmal durch ein paar Flure gelaufen. Ab und zu war der Zombie da, an den ich mich geschickt vorbeischleichen musste. Aber ansonsten ist nichts passiert. Wir waren nochmal im Büro der Irrenanstaltschefin. Sie war aber nicht da. Oh, hallo. Also es ist nichts passiert, was man jetzt unbedingt hätte festhalten müssen. Gott sei Dank, sonst hätte ich mich jetzt ganz schön geärgert. Deswegen, ich bin alles abgegangen, aber es war nichts zu finden. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss hier. Super, hier ist eine Sackgasse. Ah, super. Das heißt, ich muss durch die Tür, die unser Freund Zausel Freddy Zombie Heini bewacht. Unser kleiner Gammelfleisch-Fetischist. So. Darf ich jetzt da durch? Danke. Yeah! Ey, ich hab doch die Tür aufgemacht. Entschuldigung. Ja gut, ist ja eigentlich praktisch, dass ich jetzt hier aufwache, denn ich glaube, Moment. Oh, wir sind sowas von unsportlich. Nach 2 Metern schon, okay. Da wollte ich ja eigentlich rein durch die Tür. Ist eigentlich eine gute Idee gewesen, dass er uns mal gekillt hat. Versuchen wir hier mal unser Glück. Na, irgendwo muss ja mal was passieren. Mhm. Schönes Badezimmer, aber da sich hier wieder nichts farblich abhebt, werde ich auch mit nichts hier interagieren können. Creepy. Creepy as hell. Diese Tapete finde ich echt stylisch da hinten mit diesen toten Köpfen. Das wäre was für mich. Stehe ich drauf. Doch. So. Links, rechts. Rechts. Ganz klar rechts. Guck mal, hier gibt es sogar Nonnenpuppen. Mein Gott. Was gibt's hier Hübsches? Mhm. Dieses komische Zimmer mit dem Bild hier. Hallo. Das ist bestimmt der Lover von unserer Mutter. Ja, schon mal erwähnt. Irgendwas hat's mit diesen ganzen Leuten auf sich. So, da bleibt uns nur übrig, hier nochmal hochzugehen. Was ist das für ein Bild da hinten? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Steht jemand auf dem Stuhl? Will der sich aufhängen? Krieg schon ein bisschen Gänsehaut. Ach, warum spiele ich sowas auch mitten in der Nacht? Das ist eine sehr unchristliche Uhrzeit, Leute. Es ist 1 Uhr und 19 Minuten. Und das mitten in der Woche. Also wenn ich gleich schreien muss, da haben meine Nachbarn auch was davon. Aber ich versuche mich zu beherrschen. So. Aha. Guck mal. Der hängt sich wirklich auf. Jetzt baumelt er. Das ist ja eine richtige Bildergeschichte da hinten. Genau, hier haben wir mit der letzten Folge aufgehört. Und so sollte diese Folge eigentlich auch anfangen. Hätte der Herr Duddle mal den richtigen Knopf gedrückt, wäre dem auch so gewesen. Aber wie gesagt, ihr habt zum Glück nichts verpasst. Einige gruselige Räume, aber sonst ist da nichts passiert, was jetzt der Story beigetragen hätte. War ich hier schon?
Vorher? Kommt mir. Oh, diese Puppe! Nee. Soll ich ihr mal entgegengehen? Oh, oh Leute, ich hab so Gänsehaut. Was macht die mit mir? Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir was tut. Hat sie auch nicht, ne? Hat mir nur die Gedärme rausgerissen. Nö, kein Problem. Das kommt in den besten Familien vor. Alter, ist das creepy. Scheiße. Warum spielen die sowas um diese Uhrzeit? Oh, ist das krank. Läuft die mir jetzt wieder nach? Natürlich läuft sie mir jetzt wieder nach. Ich hoffe, die läuft mir jetzt nicht auch durch die Tür hier nach. Sonst muss ich leider ausrasten. Ein weiteres Bild. Ja, von einem gelangweilten Chinesen, wie mir scheint. Oh, diese Sounds. Das Spiel hat übrigens einen Kopfhörermodus. Hört sich ein bisschen anders an als über die normalen Lautsprecher dann. Und wenn ihr es spielt, sowieso mit Kopfhörer, müsst ihr auch den Kopfhörermodus aktivieren. Ah, da wird man verrückt. Da zieht's einem die Schuhe aus, Leute. Okay, hier gibt's nichts. Gott sei Dank. Block C, Reihe 6. Oh nein. Diese Puppen da, diese Nonne und diese komische hier Chucky in weiblich, es ist krank. Und dann Hauptsache wieder der Schinken hängt da. Ach so, ja gut, der macht mir inzwischen keine Angst mehr. Obwohl er wirklich das noch der gefährlichste Gegner ist. Och nee, nicht zwei Stück. Bitte, 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 bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Stopp! Vorsicht jetzt. Vorsicht jetzt. Vorsicht jetzt. Vorsicht jetzt. Komm hier mal rein. Oh Leute, bitte! Könnt ihr mir nicht antun. So, leicht runter, runter, runter. Oh, das wird schwierig, glaube ich. Oh! Ich bin jetzt hier? Soll das so sein? Ja, ich nehme an, dass ich jetzt wieder auf dem Flur hier bin. Ja, hier komme ich raus. Okay. Heißt erstmal nach da. Dann nach runter. Jetzt langsam. Stopp, 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 langsam, okay. Langsam. Das war mir klar, dass der jetzt wieder umdreht, dieser blöde Sack. Ah. Ah. Oder doch? Oh, okay, ich gehe mal ganz unauffällig hinterher. Ich bin einer von euch, ich tue euch nichts. Ich bin auch nur so ein Untotenzausel. Boah, guckt euch mal das Bild da hinten an, mit diesen vermummten Typen da, Leute. Oh Gott, das ist eine Scheißstelle. Fuck! Ich bin der Puh! Ich bin ein kleiner Junge, sowas macht man doch nicht. Könnt ihr euch nicht gegenseitig, na gut, ihr seid scharf auf Blut, ihr habt ja selbst keins mehr. Das heißt, es würde nichts bringen, wenn die sich gegenseitig hier anfallen würden. Ach, es haltet doch die Klappe, ihr. Ich hasse euch. Ich gehe jetzt todesmutig hier. Guckt mal, ey, wie hier, like a boss. Like a boss. Das wird ja immer schlimmer.
Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber mir gefällt, dass ich jetzt offensichtlich an den zwei Idioten vorbei bin. Schön, schön. Ist da noch was? Nein. Ha! Jetzt brauchst du auch nicht mehr zu kommen, du Lahmarsch. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich schätze mal, da passiert nichts da links. Gott. Ein dunkler Raum, in den ich nicht reingehen werde. Bin noch nicht lebensmüde. Noch ein dunkler Raum, okay. Ich muss wohl doch. Ja, okay. Gucken wir uns das alles mal an. Aber wo sind wir jetzt eigentlich? Sind irgendwo in einem Keller. Aber wo? In der Anstalt oder? Oh, shit! Puppen! Puppen! Lebendige Puppen! Das ist bestimmt die Oberpuppe, die die alle kommandiert. Bringt ihn um. Guckt euch die an. Ah, Mann. Ich krieg ne Jänsehaut, Leute. Ah, Hilfe. Wann sind diese Albträume endlich zu Ende? Okay. Nein! Seid ihr denn das... Ich hoffe, die rennen mir nicht auch noch hinterher wie die Zombies, aber anscheinend nicht. Hier bringt's jetzt auch mal was zu rennen. Das Problem ist, man weiß nie, welche von denen sich, ja, in Bewegung setzen. Und mir die Gedärme rausreißen. Oh, der sieht ja lustig aus. Was ist das? Dining Hall? Oh Gott! Ich meine, gefährlich sind die nicht. Also die sind viel langsamer als ich. Und das heißt schon was. Aber sowas von creepy. So, wir sind in der Küche. Hunger habe ich keinen. Kann man vielleicht verstehen. Kitchen! Ach, da sind wir jetzt wieder. Oh Gott, diese Puppen, das werden immer mehr. Mhm. Das kennen wir schon. Der Fleischwolf des Grauens. Thomas. Oh Gott. Na du. Jedes Mal sieht sie noch unheimlicher aus als beim letzten Mal. Das ist echt irre. Ich hoffe. Bitte bewegt euch nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, ich glaube, die bewegt sich gleich. Die steht so komisch da. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Du kranke Scheiße, Freunde. Zelle 2. Zelle 2 ist doch ein ganz normales Zimmer hier. Aber draußen steht Zelle 2, ja. Das verschmilzt jetzt wieder. Die Anstalt und das elterliche Haus. Was hat das hier miteinander zu tun, frage ich mich. Hat die gerade geblinzelt? Ich glaube ja. Ist auch nicht das erste Mal. Ich hab's schon in den Kommentaren gehört, dass hier öfters schon am Anfang Puppen geblinzelt haben. Und ich hab's nicht gesehen. Ich Idiot. Ja. Ja. Schön. Super. Ich bin dann mal weg. Lasst euch mal nicht stören. Oh Gott. Schön. Ja. Solche Puppen können sie mal verkaufen bei QVC oder HSE24. Oh, nee, unsere Schwester. Die liegt ja in der Zelle. Ach du Scheiße. Äh.
Hallo, Blinzelpuppe? Oh ja, langsam nimmt das hier überhand. Lasst mich mal alle in Ruhe. Boah, diese Soundkulisse. Ich hab heute Nacht eh wieder Albträume. Garantiert. Hallo? Ah! Wo muss ich hier hin? Ich sehe gerade, hier gibt's überhaupt keinen Ausgang. Oh nein! Ach so, ich glaube, wir sollten uns hier umbringen lassen. Denn jetzt geht's hier weiter. Alter Verwalter! Jetzt sieht's wenigstens wieder ein bisschen freundlicher aus. Keine Puppen mehr. Nur noch ein paar Soldaten und Teddys. Danke, hat sich erledigt. Da sind sie wieder. Unsere Frau. Hallo? Schläfst du oder bist du tot? Schwesterherz. Okay, es tut sich was. Oh, wie süß. Ein Bussi. Also ich mach gerade nichts, der läuft gerade von allein. Ach, das war's? Bitte? Okay. Ich überlege gerade, was ist jetzt Trumpf hier? Haben wir jetzt unsere Schwester gefunden? Hat sie geschlafen oder war sie tot? Sind wir aufgewacht? Das nehme ich mal noch am ehesten an. Obwohl jetzt auch wieder so creepy Puppen da waren am Schluss. War das jetzt ein gutes Ende? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich habe ja gehört, dass es mehrere Enden gibt. Was ist passiert bei den anderen? Muss ich das Spiel nochmal von Anfang an spielen, um zu den anderen Enden zu kommen? Falls ihr das wisst und das sehen wollt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben und vielleicht mache ich das dann. Also jetzt bin ich verwirrt. Also ich nehme mal an, wir sind endlich erwacht aus unseren bösen Albträumen. Weil das sah jetzt am Schluss wieder ganz ordentlich eigentlich aus. Nicht mehr so unheimlich. Und wir sind hier ins Nachbarzimmer zu unserer Schwester gegangen und haben sie geknutscht. Ein Bussi auf die Backe gegeben. Also nehme ich mal nicht an, dass sie tot war. Sie hat einfach geschlafen. Dem entnehme ich mal, dass das einfach, ja, eines der guten Enden war dieses Spiels. Ich hoffe mal, das, ja, kommt so hin. Ansonsten, ja, ein bisschen verwirrend. Also selten, dass ein Ende so überraschend kam. Das ist, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet jetzt. Nun denn, hier laufen noch die ganzen Bäcker durch. Ach, was steht hier? Der Albtraum geht weiter. Genau, hier sieht man es nochmal. Also das ist jetzt hier anscheinend das gute Ende gewesen. Und dann gibt es oben wahrscheinlich noch ein schlechtes Ende. Man sieht nur einen dunklen Gang. Aber wie kommt man hin zu diesem schlechten Ende? Muss ich dann eine andere Tür benutzen? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das im kommenden Part gerne noch einmal, weil, ja, hätte ich auf jeden Fall Lust nochmal zu machen. Ja, für jetzt danke ich fürs Zuschauen bei der 7. Folge von Neverending Nightmares. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.